Um im Leben und auch im Sport weiterzukommen, müssen oft Grenzen überwunden werden. Ganz nach dem Motto, Grenzen sind da, um überschritten zu werden. Sportler beweisen immer wieder, dass sie es schaffen, ihre persönlichen Grenzen zu überwinden, um hochgesteckte Ziele damit schneller erreichen zu können. Doch welche konkreten Grenzen werden von Sportlern nun überwunden? Meine Gesundheit muss ich auf jeden Fall riskieren. Also ich bin Receiver, ich laufe und fange den Ball und alles, was danach passiert, ist halt je nachdem, wie gut der Gegner ist. Grenzen sind wahrscheinlich durch irgendwelche Regeln oder sowas festgesetzt worden. Aber ziemlich viel opfern auf jeden Fall. Freizeit auf jeden Fall geht eh alles drauf. Ich habe jetzt einen Schleimbeutel im Ellbogen, ich habe meine Schulter gesprengt, Finger gebrochen. Auch noch nichts Gröberes. Du willst halt alles geben für den, der neben dir steht und du weißt, dass der das neben dir genauso macht. Häufig werden Grenzen im Sport überschritten, die mit Verletzungen enden. Wie schaffen es diese Menschen, die Leidenschaft für den Sport beizubehalten und erneut Risiken auf sich zu nehmen? Ich fahre mir V und fahre mir Super V. Passieren kann immer wieder was, das ist ganz egal, was man macht. Das Einzige, was wirklich gefährlich ist, ist der Berg, was ich auch fahre, die Bergrennen. 2008 habe ich einen Motorradunfall gehabt. Da ist es ziemlich knapp hergegangen. Also da bin ich mehr drüben wie hier rüben. Und man nimmt dann nicht mehr alles so ernst und nicht mehr so, man ist dann nicht mehr so bedacht aufs Wetter, dass man da irgendwas hat. Man lebt intensiver. Weil man einfach weiß, wie schnell das vorbei sein kann. Jetzt leben wir einfach. Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offen lassen. Wie steht unsere befragte Sportexpertin und Sportwissenschaftlerin dazu? Meine Risikobereitschaft hört dort auf, wo ich Situationen nicht mehr einschätzen, überblicken oder lenken kann. Also um seine eigenen physischen Leistungsgrenzen auszutesten, braucht es sicher den Geist dazu. Da sprechen wir von der mentalen Stärke. Also diese Erfahrung, dass man seine physischen Leistungsgrenzen verschieben kann, diese Grenzerfahrung, glaube ich, machen einem Menschen stark. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Am wichtigsten ist es, seine persönlichen Grenzen zu kennen und sie bewusst wahrnehmen zu können. Doch um auch weiterzukommen und seine Ziele im Sport zu erreichen, muss jeder noch stärker an sich selbst und an seine Vorhaben glauben und mentale Grenzen sprengen.